Und damit hallo und herzlich willkommen zu Season Nummer 3 von Fall Guys mit dem Ego Whitey an meiner Seite. Ja, hallo. Hallo, ja, wir starten hier direkt rein. Ich bin sehr gespannt. Naja, so ganz gespannt bin ich nicht, weil ich tatsächlich schon ein bisschen gespielt habe, die Season 3 hier, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Das ist auf jeden Fall eines der ersten Spiele. Man kann hier einen Modus wählen, wo quasi nur diese Season 3 Spiele kommen. Die Season 3 hat das Motto Winter. Das heißt, das sind alles so ein bisschen winterlich. White hat schon gefragt, ob man dann Eier statt Schneeballer statt Eier einsammelt. Alter. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt ein Spiel, wo man Schneebälle rollen muss. Und hier muss man Schneebällen ausweichen. Also das ist alles sehr winterlich. Die Spiele sind schwieriger, finde ich, teilweise als die alten. Hier würde ich dir gleich empfehlen, rechts oder links vorbeizulaufen. Da ist man schneller, als wenn man in der Mitte durchläuft. Ach, man kann da gar nicht hoch. Ich dachte, ich mache jetzt mal hier einen auf ganz elegant. Mein Gott! So, mich hat es ja auch schon gerade erwischt, dass man nicht so clever. Aber wie gesagt, unten durchlaufen ist normalerweise schneller, als wenn ihr oben durchlauft. Das ist zumindest jetzt so meine Erfahrung gewesen. Und hier auch außen rumlaufen. Lieber links oder rechts außen rumlaufen, entspannt. Boah, was war das denn? Hier nicht gleich erwischen lassen, nicht... Bravo, da bin ich doch. Ja, ich bin da noch nicht. Du bist noch nicht? Da, okay. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch schon eine der neuen Skins hier, die man kaufen kann. Man gibt für 4,99 gibt es wieder drei verschiedene Skins. Nein! Und hier wird man vom Wind zurückgezogen, wenn man nicht aufpasst. Ich habe mir hier gleich eine geholt, und zwar den Pinguin. Hier muss man ein bisschen springen, also mit Anlauf hier drauf. Nicht einfach so, sondern mit Anlauf. Ja, genau so nicht. So, jetzt nicht versagen, sondern hier mit Anlauf. Ich bin noch drauf. Ja, ich bin das Ziel. Was ist das denn für eine Schmutz-Season, Alter? Das sehe ich ja gar nicht. White, ihr fühlt es noch nicht, die Season. Du musst drauf. Wirf mich doch darüber hin! Ja, genau so. Genau, ja, jawohl, genau so, Bruder. Genau so, Whitey ist im Ziel. So will ich das sehen. Winter is coming. Auf jeden Fall Winter is coming. Alter, Vater, was sind das denn für Spiele? Ja, die sind ein bisschen schwerer, die Spiele hier. Das nächste ist noch viel. Also, das dritte ist es, glaube ich, immer. Das zweite, das ist teilweise noch gemeiner. Aber ich finde, es macht auf jeden Fall Spaß. Also, es ist ein bisschen herausfordernder als die letzten Spiele. Und es sind 7 neue Minigames, die hier dazugekommen sind und die wir natürlich alle heute hoffentlich mal spielen werden. Was ist das denn jetzt, Skiflug? Das ist Skiflug. Da musst du durch diese Ringe durch. Die haben 3 verschiedene Farben, Bronze, Silber und Gold. Und du musst insgesamt 15 Punkte sammeln. 5 Punkte gibt der goldene Ring. Ich glaube, der silberne gibt 2 oder 3 und der bronzene gibt einen. Also du musst nicht ans Ziel hinten kommen, du musst nur durch die Ringe möglichst viel durchspringen. Oben siehst du deine Punktzahl 0 von 15. Genau. Und wenn du durch den am Ende springst, Geschichte. Der ganz am Ende, der hat, ja toll, schon ein guter Anfang hier. Der ganz am Ende hast du gesehen, das ist ein Goldener, das heißt, der bringt auf jeden Fall gleich mal mehr Punkte. Nein! Ah. Also genau gesagt, 5 Punkte, wenn du es schaffst, zu dem zu kommen. Aber der ist auch nicht ganz so leicht zu erreichen, weil du hier ein bisschen Anlauf brauchst und hier ist Eis auf dem Boden und so. Das ist alles so ein bisschen unangenehm. Was macht er denn? Gibt's doch nicht. Er schleudert mich so raus. Nein! Oh. Wenn man es hier schafft, kann man es auch durch den Goldenen schaffen, wenn man es theoretisch geschickt macht. Ich mache es ja nicht geschickt. Och, er jumpt einfach nicht. Pinguine können nicht fliegen, muss ich gerade feststellen. Oh shit, 2 sind schon qualifiziert, ich muss ein bisschen aufpassen. Ja, dass wir das nicht das direkt hier raus befördert. So, jetzt können wir gleich mal gucken, wie viel der Silberne bringt. Ist aber richtig brutal. Alter, ist ja richtig heftig, das Spiel. Das ist richtig heftig. Ja. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt. Ich glaube 2 oder 3, müsst ihr sagen. Ihr habt es wahrscheinlich jetzt schneller gesehen als ich, wie viel der bringt. Aber er bringt auf jeden Fall mehr als der normale. So, nein. Ah, oh, Pinguin. Ah, oh, 7 von 15. Ich glaube, ich bin tatsächlich gerade richtig schlecht. Ich glaube, das wird tatsächlich nichts hier mit der Runde. Ich brauche nur noch einen. Wie habe ich das denn gemacht? Wahrscheinlich einen goldenen. Wie gesagt, die goldenen bringen Let's mehr. Let's go. Ah, shit. Ich wollte eigentlich... Ja, gehen wir durch den silbernen hier vielleicht noch. Wenigstens durch den silbernen noch durch. Ah, und jetzt nochmal kommen. Nein, ich bin ausgeschieden. Nein, ich bin raus. Aha, ich war zu langsam. Oh, der Wind ist das Ziel, oder der Wind ist immer das Ziel, oder auf jeden Fall, würde ich sagen. Whitey soll an seinen Blutdruck denken, ja, auf jeden Fall. Ich habe mir heute einen türkischen Apfeltee gemacht, das läuft, Leute, das läuft, entspannt. Okay, beruhigt der dich, der türkische Apfeltee, oder wie darf ich mir das vorstellen? Voll kurz nochmal ausgehen. Was ist das denn jetzt? Das ist ein weiteres von diesen 7 Leveln, wir haben jetzt beim dritten schon. Da musst du einfach nach oben kommen. Ist das schon das Finale? Das weiß ich nicht. Nee, ist noch nicht das Finale. Da qualifizieren sich nochmal 13. Bis zum Finale habe ich es tatsächlich noch nie geschafft, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das habe ich schon mal geschafft. Aber jetzt, da wäre auch der Trick gewesen, hier auf diese Schiffsplattformen zu gehen und sich dann nach oben schießen zu lassen, habe ich schon gelernt. Aber wie gesagt, ich bin... Nein, hau ab, du Schneeball. Warte mal, jetzt, da sehe ich mich doch. Zack. Wunderbar. Vorsicht nicht auf die Dinger drauf, sonst haut sich zurück. Und da ist noch kein Checkpoint. Der Checkpoint ist nämlich erst da, wo du jetzt gerade durchgelaufen bist. Genau. So. Ah, auch versuchen, möglichst nach vorne zu kommen. Ja, das sieht schon sehr gut aus, was der Whitey hier macht. Wunderbar. Also ein Geh Win. Geh mal weg, du Elfe hier! Ein Win in dem Spiel, Stream ist auf jeden Fall das Ziel. Ja, genau. Geh mal weg. Das habt ihr richtig erfasst.
Na, Whitey hat es hier gerade schon wieder gelegt. Hier ist natürlich, hier muss man ein bisschen Ruhe bewahren, weil wenn es dich auf diese Plattform raus, dann haust du dich raus und dann ist ganz vorbei. Aber Whitey macht das hier sehr entspannt. Stopp. Oh, jetzt ist er fast Risiko gegangen, aber doch nicht ganz. Ah, jetzt hier. Jetzt geht's nach oben wieder. Der schwierigste, also der Teil, wo ich mich am meisten anstelle, kommt eigentlich noch. Das ist nämlich jetzt der hier, aber Whitey fliegt jetzt mal nach oben und dann einfach nach vorne weiter. Direkt nach vorne weiter und dann, ah, knapp. Komm schon, Bruder. So knapp, so knapp. Ja, dann ganz ruhig. Geh raus. Geh da runter, geh da runter. Ganz genau, ruhig. Raus und wieder Anlauf. Rein, raus und wieder rein, und Whitey. Ja, das ist nicht ganz leicht. Da muss man ein bisschen mit Anlauf, glaube ich. Ich habe auch schon vielleicht noch einen Hechtsprung dazu. Ja, das sieht gut aus. Ach, rein doch, nein! Oh, da war die Nummer 14 gewesen. Mann, da war ich doch... Oh, da habe ich mich doch gesehen. Ja, wir sehen. Der türkische Tee hilft sehr gut. So, raus hier. Wollen wir nicht sehen. Ja, schade. Aber wir haben es immerhin bis in Runde 3 geschafft. Also der Whitey zumindest. Auf jeden Fall seht ihr hier jetzt noch die Sachen, die in dieser Season 3 hier da hinzugekommen sind, die man hier freischalten kann. Unter anderem den Schneemann, auf den habe ich jetzt abgesehen erstmal. Die anderen Sachen ist hier noch so ein Krampus, das Unterteil ist hier, wo ist das Oberteil, da ist das Oberteil. Finde ich okay, finde ich jetzt aber auch nicht überragend als Charakter. Dann gibt es hier noch so eine Schneekönigin, würde ich jetzt auch sagen. Sieht nett aus, aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, dafür würde ich jetzt bis Stufe 28 spielen. Dann haben wir noch das elegante Walross Unterteil und das Oberteil, was da noch dazu gehört, ist hier dazu. Das sieht schon echt witzig aus, aber bis zur Stufe 40. Also da fand ich bei der Mittelalter-Season die Sachen schon noch mal ein bisschen cooler, muss ich sagen. Und genau, dann gibt es noch 3 Outfits, die man sich kaufen kann in dieser neuen Season. Eins seht ihr gerade schon hier bei mir, das ist der Pinguin. Außerdem gibt es dann noch den Yeti. Ich versuche ihn gerade zu finden. Da ist der Yeti, da ist das Yeti-Oberteil. Und dazu gibt es dann auch noch irgendwo ein passendes Yeti-Unterteil. Wo ist der Unterteil? Ist das Unterteil? Das ist Yeti-Unterteil, genau. Dann hat man hier einen wunderschönen Yeti. Ich muss mir gerade nochmal eine andere Farbe machen, damit das hier Yeti-mäßig besser passt. So, jetzt mal hier erklimmen. Jetzt versuche ich es auch mal, nachdem der Whitey da vorhin gescheitert ist. Ganz knapp. Oh, jetzt sieht es aber anders aus hier, dieses Anfangsding. Das sah vorhin noch anders. Ja, wir stehen auf einer anderen Seite. Ah, deswegen sieht es anders aus. Okay, das ist aber, glaube ich, nicht die bessere Seite, oder? Jawohl. Geht. Man kommt auch hier vorbei. So, hier halt mal schön auf hier oben. Nein, shit, ich dachte, verdammt, ich dachte, da kann man sich bei dem... Okay, diese andere Seite ist wesentlich leichter, muss man sagen. Da kommt man wesentlich schneller hoch. Das wirft dich wieder runter, ey. Was ein Schmutzspiel ist das teilweise. Ja, es ist nicht so ganz einfach, muss man sagen. So, oh, da kommen Riesenkugeln. Boah, dieser Schnee, mach's ja richtig nicht auf. Kannst ja, du? Natürlich, komm immer weiter, Schneeball. Bleib doch einfach stehen. So viel zu guck mal, der steht hier, der Schneeball, du kommst nicht dran vorbei. So viel zu Marcel, reg dich nicht auf. Ah, schön. Oh nein, ich bin umgefallen. So, hier ganz ruhig vorbei. Weg mit deiner Zuckerstange, Alter. Nicht zu gierig werden, nicht zu viel riskieren hier, sondern einfach entspannt hochlaufen. Nein, oh Bruder. Ich heul gleich. Und bitte nicht, Whitey. Es wird alles gut. Die tun dir nicht weh. Hier wird gar nichts mehr gut, ey. Die Leute sind schon da oben, sind schon alle drin, ey. Ich bin da unten noch bei den scheiß Boxautomaten. Der vierte läuft gerade ins Ziel und das bin ich. Also es so schlimm ist es nicht, Whitey. Es ist nicht so schlimm. So, jetzt aber Ego, komm. Jetzt aber. Ah, falsche Seite. Ah, nein, doch. Ist egal, du bist oben. 5 von... Ja, doch, ja, kein Auge, ihr du Zuckerstange, Alter. Du bist gerade irgendwie bei mir so ins Ziel reingekrüppelt. Das sah sehr seltsam aus. Ja, bin ich auch, Alter. Ich habe einfach alles gedrückt. Achso, okay, aber egal. Hab's doch geschafft. So, beste 50% war ich sogar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Let's go. Was ist das denn? Dünnes Eis. Rette sich über das zerbrechende Eis, um den Schleim darunter zu entgehen. Das habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Finale schon. Oh, okay, I see it. Whitey sieht aus, als hätte er sich einen Arm gebrochen. Ja, das stimmt. Was? Man sieht mich doch gar nicht. Bin ich schon wieder live? Nee, okay. Whitey kriegt schon wieder... Man hat dich bei mir gesehen, weil ich ja schon im Ziel war, deswegen. Ach so. Okay, das bricht hier zusammen. Wenn man mehrmals drüber läuft, dann bricht es, glaube ich, irgendwann zusammen hier. Sehe ich das richtig? Oh ja, dann bricht es zusammen, wenn man mehrfach drüber läuft. Es gibt verschiedene Farben. Je dunkler es wird, desto schneller bricht es zusammen. Ah, und dann vibriert es kurz und dann bricht es zusammen. Ah, verstehe. Oh ja, das sieht auch spannend aus. Ist auf jeden Fall nochmal wie dieser andere Modus ein bisschen. Oh yeah. Es wird ein bisschen dauern, bis da einer rausfliegt, glaube ich. Ja, ich glaube... Da kommt noch eine Ebene, kommt noch drunter. Eine Ebene kommt noch unter diesen, die aktuell da sind. Die unterste, da kommt noch eine drunter. Aber es könnte spannend werden auf jeden Fall. Laufen wir mal hier so ein bisschen außen entlang, wo noch nicht so viele entlang gelaufen sind. Es wird ein bisschen wild hier. Whitey ist in der wilden Ecke, okay.
So, oh ja, da außen, da wird schon ein bisschen weniger. Also ein paar Sachen gingen auf jeden Fall schon weg. Ja, spannend, spannend. Auf jeden Cooles Fall. Finale, muss ich sagen. Ja, das erste Loch habe ich jetzt auch schon gesehen. Also der erste Schleim, wir sind durch. Ja. Wir brechen durch langsam. Wir haben hier quasi einen Durchbruch. Yeah. Oh shit, jetzt muss man echt schon ein bisschen aufpassen hier, wo man läuft. Wird langsam geht hier mehr kaputt. Dann lassen wir mal ein bisschen was kaputt gehen hier, würde ich sagen. Whitey, der Zerstörer, ist wieder am Start. So, oh nein, nein, Okay, drei sind schon raus. Nein, ich habe auf den Chat geschaut. Nein! Nein, es gibt keine Roomtour. Nein, White ist auch raus. Gesangsmodus gibt's nicht. Nee. Ja, da hat's den Whitey auch erwischt. Naja, wir schauen mal noch zu, wer hier den Sieg holen wird. Wie das Spiel ausgehen wird. Ja, ist dann schon spannend. Aber das Spiel finde ich eigentlich auch ganz cool hier. Also ich finde die neuen Spiele eigentlich ganz cool. Das sind eigentlich ganz coole Ergänzungen. Wir haben jetzt auch schon fast alle gesehen, oder? So, der Wolf ist auch raus. Wolf ist auch raus, glaube ich. Ja, der Wolf ist safe gleich. Wobei, aber die da hinten, nee, ich glaube, der Wolf gewinnt. Der Wolf hat noch mehr Platz jetzt. Ja, Wolf gewinnt. Wolf hat gewonnen. Verdient gewonnen, muss man sagen. Hat er die guten Inseln erwischt, muss man sagen. Das habe ich auch noch nie gesehen hier. Das Emoticon, oder? Ich weiß nicht. Also ich glaube, letzte Season im Battle Pass, glaube ich, der 39 oder sowas. Okay, also war weiter hinten auf jeden Fall. Alles ja, klar. Genau. Du kriegst ja immer einen Jubel, wenn du ganz hinten bist. Dir ist meistens ja auch so Pinguin Walk oder wie das heißt. Ja. So, nee, die will ich nicht. So, nachdem wir jetzt gerade eben eine Runde mit dem Yeti gespielt haben, würde ich sagen, wechsle ich jetzt nochmal zu dem dritten Skin, den ich mir noch gekauft hatte. Wo ist er? Wie gesagt, 4,99 für die drei Skins. Was ist der dritte Skin? Das ist der hier, glaube ich. Wie heißt denn der? Pisten-Ass heißt er. Was kann denn der Pistenass? Was hat er für eine Hose an? Ist das die Pistenass-Hose? Ah ja, der sieht aber auch süß aus, der Pistenass. Sehr gut eingepackt auf jeden Fall. Also wenn der irgendwo dagegen fährt, da ist er auf jeden Fall sicher. Schiebt euren Schneeball durch den Schnee, damit er auf die maximale Größe wächst. Ja genau, das ist das andere Spiel, was wir jetzt... Der Schneeschieber ist das andere Spiel, was wir noch nicht gesehen haben. Ich glaube, dann haben wir alle Spiele sogar schon gesehen, oder? Waren das jetzt schon 7 Spiele? Chat, waren das schon 7 Spiele? Auf jeden Fall musst du das Ding einfach rollen über den Schnee drüber und ja, dann... Mopsify M, herzlich willkommen. Und dann ist das eine gute Sache, würde ich sagen. Also über den Schnee drüber damit. Easy going. Werde ich aus ja, Cyberpunk 2077 spielen. Fisch! Vielleicht mal irgendwann... Warum bin ich mit Schneemännern in einem Team? Warum? Das haben sie auch die Leute, die schon ein bisschen gespielt haben, die Season. Das ist gar nicht so verkehrt, wenn das Schneemänner sind. Ja, das habe ich gesehen. Schiebt das am Schnee vorbei. Die schieben das am Schnee vorbei. Also wie gesagt, Cyberpunk vielleicht mal, wenn es auf PS5 dann rauskommt. Ja, sehr gut. Der war gut. Warte mal, blau halte ich auf. Ich halte blau auf und ihr macht. Whitey, du schiebst es gerade in den Schnee rein. Nee. Ich mach das schon richtig so. Okay. Bleib ruhig. Okay. Ja, läuft ganz gut. Blau ist auf jeden Fall schon noch weit hinten momentan. Nein! Eine gute Taktik ist übrigens auch immer, das gegen diese. Was macht denn mein Team? Eine gute, guck mal, gute Taktik. Da ist doch gar kein Schnee. Gute Taktik ist auch immer das. Schieb das Ding doch in den Schnee, Mann! Verstehst du, Schnee, Mann? Einfach in den Schnee rein. Gute Taktik ist einfach das Ding gegen diese Fäuste zu schieben, weil es dann relativ schnell durch den Schnee geschoben wird. Ja, guck mal, wo der das Ding schiebt! Ja, Whitey, also momentan... Alter, ich krieg gleich die Krise, Alter. Du kannst mit diesen Leuten nicht spielen. Du kannst mit diesen inkompetenten Schneemännern das Spiel nicht spielen, Alter. Die spielen doch schon seit 3 Jahren diese Season, damit sie diesen scheiß Schneemann auf Level 9 erst haben, ja? Ja! Oh, jetzt aber, komm. Weil ihr führt momentan, also bei den Verlierern führt ihr momentan. Jetzt noch einmal noch in den Ball, in die Faust reinhauen, dann seid ihr weiter. Ah, jetzt rollt das Ding richtig schön rein. Oh, die anderen sind auch, jawoll, Whitey ist weiter, jawoll. Ganz knappe Kiste. Nice. Whitey ist zurück, würde ich sagen. Haha, geil. Was ist das denn jetzt? Was für Rollbahn? Hä, ist das... Gibt es da auch eine Schneeversion von? Nee, ach, da haben sie jetzt einfach was quasi... Was ist denn das? Hey, wir haben doch nur die Winterspiele ausgewählt. Wieso kommen denn jetzt wieder die... Okay, oder ist das neu? Ist das auch bei den Wintergames neu mit dabei? Aber es sieht ja nicht winterlich aus eigentlich. Oh Gott, ich fühle das gar nicht. Wo geht das denn lang hier? Okay, da lang. Oh Gott. Ich sehe mich da gar nicht gerade drin. Okay.
Solange du dich nicht im Schleim drin siehst, ist alles gut. Oder der Schleim dich in dir sieht. Hey, das sind deine Teamkollegen von vorhin. Ich knall dem gleich eine, diesen... Alter, Marcel, ruhig. Du bist streamen auf Twitch, da musst du ruhig bleiben, Marcel. Keine bösen Wörter. Ja, richtig. Keine bösen Wörter. Das ist schneeklig. Ja, das war sehr schneeklig, die letzte Runde. Herrlich. Oh, einer ist bis jetzt ausgeschieden. Fass mich doch nicht an, du... Alter Junge, gleich, ne? Ich nehme meinen Namen den Whitey echt gerne. Besonders der da. Guck mir das an, Alter. Ne, weil ich da YT in meinem Namen drin stehen hab. Ja, ehrlich. Ja, das heißt, du bist auf jeden Fall ein Schiff, ja. Fass mich nicht an, Alter. Aus Star Wars. Ja. Oh Gott, nur noch Schneemänner! Das ist dein Ende, Whitey. Das Ende ist nah, das Ende ist nah. Erfüll du mich, Mama! Fass mich nicht an, so viele! Nein! Ja! Oh, wenn Glück und Pech so nah beieinander liegen. Freude, Triumph und doch die Niederlage. Nein! Nein! Du ich... Da geht's bergab für den Whitey. Whitey ist raus. Whitey ist raus. Oh, die Schneemänner des Todes haben ihn erwischt. Es sollte einfach nicht sein in dieser Runde. Ja. Whitey hat alles getan, aber es hat nicht gereicht. Am Ende waren die Schneemänner dann doch stärker. Eine Schweigeminute für Whitey. Und ich soll mich nochmal strecken, alles klar. Bei Whitey gibt es immer zwei Modi. Entweder er ist sehr laut oder sehr leise. Ich weiß nicht, ich bin mir noch nicht sicher, welcher beunruhigender ist. Ich tendiere aber zu, dass der leise Modus noch etwas beunruhigender ist. Hey, war das nicht der dich runtergeschmissen hatte? Der Eierbefreier, so heißt er übrigens. Also so ist sein Titel da. Ja, ich glaube auch. Ich bin da rausgegangen. Meinst du, ich guck mir das an? Ich guck mir das an? Ich weiß es nicht. Ich trinke auf jeden Fall nochmal Prost auf den Chat. Ah, erstmal schön Schneemann gönnen, gleich mal ausrüsten hier. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Ich glaube, ich sollte das Unterteil mir auch noch dazu holen zum Schneemann, sonst ist es das ein bisschen seltsam hier. So, das Gesicht mal wieder weiß, dann passt es besser zum Schneemann dazu. Okay. Wo ist das Schneemann-Unterteil? Da ist das Schneemann-Unterteil. So, jetzt bin ich doch ein wunderschöner Schneemann. Oh ne, ihr habt schon wieder einen Wortbann gemacht. Oh nein, ihr habt echt die als Wortbann gemacht. Oh nee, ich hasse euch. Oh nee, das könnt ihr nicht machen. Bist du weiter? Ja, klar. Kann nicht jeder so schlecht sein wie du. Ja, endlich mal ein anderes Finale, Mann. Das ist auch scheiße, aber besser als das andere Scheiße. Das ist weniger scheiße. Drabo, das ist die Scheiße, Drabo, die Scheiße. Eine sehr schwierige Situation. Ein, zwei oder drei. Letzte Chance vorbei. Mich gerade. JCrafter MC, herzlich willkommen. Welcome. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich mache Roboterstimme. Ich bin C3PO. Roboter-Mensch-Kontakter. Challenge ist schwierig. Aber ich kann es schaffen. Zum ersten Mal. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich hab zum ersten Mal diese Sprachchallenge geschafft. Ey, oh Gott sei Dank. Ey, ich hasse diese Challenge. Ich hasse sie so sehr. Das wird sowas von hochgesetzt nach dem Stream. Oh mein Gott, ihr macht mich fertig. Ja. Zum ersten Mal geschafft. Sonst habe ich die jedes Mal verkackt. Jedes Mal habe ich sie verkackt. Oh mein Gott, ist das schwierig. Ich bin das Faultier von Zootopia. Ha. Ha. Ha.
Ich verstehe nicht, warum ich so spreche. Ja, ich verstehe es auch nicht. Weil der Chat fies zu mir war, weil der Chat gesagt hat, ich darf das Wort die nicht mehr sagen. Das heißt, ich habe mich mega darauf konzentriert, nicht das Wort die zu sagen, sondern andere Wörter zu sagen. Und deswegen habe ich langsamer gesprochen, damit ich nicht aus Versehen das Wort die sage, weil ich mich sonst dauernd verspreche. Weil ich, das Problem ist, ich spreche eher, als dass ich denke, wenn ich Let's Plays mache. Und deswegen konzentriere ich mich nicht drauf, also ich konzentriere mich schon unterbewusst drauf, was ich sage, aber ich konzentriere mich nicht so wirklich drauf, was ich sage, sondern ich rede einfach. Und dadurch achte ich auch nicht so auf meine Wortwahl, wie ich es vielleicht tun würde, wenn ich nicht spielen würde. Und deswegen sage ich dann natürlich auch oft diese Wörter, die ich nicht sagen darf. Nee, nicht schon wieder. Nee, nicht schon wieder der Wortbann, ey. Nee. Ja, danke. Ja, ich hab's. Oh mein Gott, der Whitey hat's geschafft. Oh mein Gott, jawohl, der Whitey hat's geschafft. Jawohl. Ich hab's geschafft. Whitey ist der Sieger. Alle mal GG reinschreiben in den Chat. Nice. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.